Vogel. Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Beim letzten Mal ist ein Mädchen von einem riesigen Truthahn entführt worden, der von Stein beschossen wurde. Und jetzt wollen wir dieses Mädchen, was vom riesigen Truthahn angegriffen wurde, retten. Ricky, halt doch mal. Ziel gedrückt und sprich mich dann durch Drücken von A an. Versuche es. Bam. Will ich überhaupt mit dir reden? Ja, komm. Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung. Wenn du CL drückst, kannst du dir Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das, ist jemand in deiner Nähe, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib sie dir also hinter die Ohren. Das war ein Stift. Abgesehen davon, von den vorher erwähnten, gibt es aber auch... noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten in Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Dinge meiner beibringe? Kletter doch einfach die Leiter dort hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Es war aber wirklich ein furchtbarer Lärm vorhin. Derzeit sehe ich entfernte Dinge nicht mehr so gut. Ich werde wohl alt. Zu alt. Naja gut, so 800 Jahre ist auch schon Alter, ne? Muss man auch mal eingestehen. Das ist doch schon ein hartes Alter. Hey. Was lachst du so doof? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Jetzt bist du auch schon im Alter, dieses Gewand zu tragen. Ricky, es sind schwierige Zeiten vor. Nur der weise Belesene wird bestehen. Wer weise werden will, muss jetzt erst lernen, den Lauf der Dinge und der Welt zu verstehen. Ich habe schon in Studien verschrieben. Da warst du noch lange nicht geboren. Du bist ein kluger Junge. Ich war der Auffassung, ich könnte dir einiges beibringen. Deswegen habe ich dich hergebeten. Die Lektionen, die du an der Wand siehst, beruhen alle auf meinen lebenslangen Studien. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir eine gute Lebenshilfe sein werden. Also lies sie bitte alle mit großer Aufmerksamkeit durch. Oder auch nicht. Rage Mode activated. Was ist das für ein Lederlern da unten? Kann man nicht mal seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen in meinem Regal sind auf den Boden gefallen. Also wirklich. Mein jüngerer Bruder da unten wohnt. Achso, der da wohnt. Unten wohnt. Entschuldigung, manchmal setzt mein altes Gehirn einfach so. Naja, du weißt schon. Es war eine Plage. Tag ein, Tag aus steht er seinen Körper. Ich frage mich wirklich, wann er wohl das letzte Mal ein Buch in die Hand genommen hat. Warum hält er sich überhaupt so verbissen an der Kunst des Schwertkampfes fest? In der heutigen Zeit ist das doch vergeblich Lebensmüh. Wegen seinem Körper vernachlässigt er völlig seinen Geist. Wie beschämend. Okay. Wenn er unten Kunst des Schwertkampfes... Die Dinger brauchen wir doch nicht durchlesen. Das ist alles Quatsch. Alles Sachen, die wir schon wissen oder die ich schon weiß und die wir kennenlernen werden durch mich. So. Immer unten hin machen diese Stimmen. Die tun meinem Herzen, meiner Stimme ganz schön weh. Ich hatte eine Waffe, das Schwertkampf zu lernen. Na und ob? Wenn du besser hörtlich noch verstehen könnte, Alter. Wäre echt fabulous. Okay, bam. Wir haben das erste Mal ein Schwert in der Hand. Yay, können die noch... Was zur Hölle? Ich hab doch B gerückt. Ach so. Okay. Bam, 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 bam. Okay, bam. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich greife dich doch schon an. Was willst du denn noch? Bam, 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 bam.
Okay. Anlauf nehmen, Anlauf nehmen, Anlauf nehmen. Bam! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das war meistens, was ich benutze. Einfach nach vorne rennen und stürmen und als angreifen. Okay. Kreisbewegung. Kriege ich das noch hin? Ja. Gut. Gut. Das reicht. Oder was? Okay. Habe ich verstanden. Ihr nicht? Ja. Bam. Alles klar, mein Freund. Auch nur, weil du gut sprechen kannst. Bam. Okay. Okay. Ja, ist doch gut, ne? Das ist doch verdammt gut. Okay, Dankeschön. Einfach so, einfach mal einen Jungen mal eben schon ein Schwert geschenkt. Ich meine, ich bin 12. Pff. Bitch, please. Andere sind schon seit 2 Jahren auf Pokémon-Reise. Krieg hin. Alles gut. So, ein Handy, du bist jetzt mal ruhig. Ich find's furchtbar. Das Handy klingelt immer. Also immer dieses, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege und das hört ihr immer mit. Das ist ein bisschen scheiße. So, jetzt wollen wir hochgehen. Keine Zeit verlieren. Wir retten dich. Geh weg, Kleiner, ich hab ein Schwert. Kleiner. Ja. Na, was jetzt? Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Ich schwärme mal wieder ein. Ah, genau. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Schon wieder ein paar Tage her, wo ich erst gestern durchgespielt habe. Also ich habe gestern nochmal meinen Boss geklatscht, weil ich die Datei nochmal brauchte. Die neue, also die hier. Und ja. Ach, Heldenmodus, ich bin ja mal gespannt. Keine Herzen, ne? Uiuiui. Das wird durchaus etwas hart. Weil ich habe noch, wenn ich noch nie Heldenmodus gespielt und ab und zu wird doch schon mal die Herze den Allerwertesten gerettet. Ja, ja. Das kann man so sagen. Äppala. Aha. Oh, ich wollte nur das schnell. Wow. Ich wollte doch nur das Seil durchschneiden. Bitch, please. Komm. Lass mich jetzt da hochgehen. Kann ich das Seil da gar nicht durch? Doch, ich kann das Seil da durchschneiden. Komm schon, ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, bitte. Übrigens werde ich hier, weil ich werde mir jetzt, ich wollte mir eigentlich angewöhnen, off-topic zu sprechen, aber hier bei Zelda weiß ich noch nicht so genau. Also bei Zelda ist es natürlich immer, Zelda ist ja egal eigentlich. Bei Zelda ist, fand ich das ein bisschen unnütz, off-topic zu sprechen, weil, nun ja, es passiert viel, ne? So, kann ich das jetzt eigentlich durchschneiden? Nicht. Okay, nicht wieder runterfallen. Egal, ob wir es durchschneiden können oder nicht. Ist egal. Ist doch egal. Wir wollen sie jetzt retten. Los, schneller. Da rein. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Jemand zu Hause? Da hängt sie schon. Danke. Das ist mir gezeigt, dass vor sie hängt. Danke? Wofür habe ich jetzt Danke gesagt? WTF. Danke für diese schönen Blumen. Danke. Wer zur Hölle bist du denn? Hallo, mein Freund. Bam. Was? Okay. Ja, Kampfsystem. Müssen wir wieder reinkommen. Wie gesagt, ich habe nur noch Gunnen geklatscht zum Schluss. Und, oh mein Gott, Spoiler.
Ach komm, das wusstet ihr. So. Hier runter haben wir sie auch gleich schon. Oh, oh, oh. Zwei kleinere, dickere, große Truthahn-Gedönse. Bam, 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 bam. So, klatsche ich euch mal eben auch noch nebenbei weg. Null Problemo. Ein Ding für den King. Na, da fällt sie runter. Fällt's, ne? Komm, zappel ein bisschen. Dann fällst du vielleicht runter. Dann kann ich dich auffangen. Dann tue ich den Lebensretter. Zappeln tut sie schon mal. Und Ast bricht ab. Ja, sehr gut. Ast hat weh. Au, 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 au. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wollte von diesem riesigen Vogel. Captain Tetra! Ich hab einen riesigen Augen, Höhlen, Gedöns. Den Klabautermann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, dann dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Hast recht, es war wirklich hoch. Los, sieh dir nicht so um und sich, so unter dich rumkommt, so. Gehen wir. In dem Vogel habe ich noch nämlich auch ein Hühnchen zu rupfen. Badum. Psst. Captain Tetra, was mit den Jungen? Was soll schon mit ihnen sein? Kümmere dich gefälligst über ihn und komm gefälligst mit. Mit Stimmen muss ich noch lernen. Also tut mir leid, wenn ihr da ein bisschen was reden sind, aber das so halt hier, ne? So, so, so. Hi! Ricky! Hallo. Wink. Wink. Da-di-da-di-da, ich gehe bei einer Brücke, wo gerade noch ein Riesenvogel war. Was soll ich denn drehen? Wer hat sich jetzt wohl nicht das Mädchen geschnappt? Und er hat sich das Mädchen geschnappt. Also jetzt. Oh mein Gott! Ecki! Ja genau, Schwertlauf. Lauf einfach hinterher, du kannst fliegen. Du kannst, nein, du kannst du nicht. Idiot. Hey, Idiot. Vollidiot. Spast. Pimmel. Zappel gefälligst nicht so rum. Okay, 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 ganz ruhig bleiben, Schwester. Nenn mich nie wieder Schwester, Schwester. Ich bin nicht deine Schwester, Schwester. Ich bin auch nicht deine Schwester, Schwester. Was? Okay. Okay. Was? Wenn es dann uns an Bord unser Schiff ist? Nick. Sag mal, hast du ja irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten. Kleiner. Alter, ich bin größer als sie. Glaubst du etwa? Wir nehmen nicht... Also einen unnützigen, nichtsnutzigen Knirps wie dich mit. Ich bin größer. Verstehe ja. Das ist eine verschleppte Schwester, um mit den Retten willst, aber... Wir sind weder ein Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir sind weder noch ein Kreuzfahrt oder... Ach so. Ah, okay. Oh. Wir haben nichts mit dem deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey. Geh dir was seid denn zum Beispiel, komischer Vogel? Nicht gleich... Ach, verdammt, ich hab bestimmt schon wieder... Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit etwas andeuten? Ja, das will ich. Preise den Herrn. Meine Arbeit als Postbote bringt es sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass in einiger Zeit auf jeden Insel junge Mädchen hier werden? Und nicht nur das. Es handelt sich dabei auch um Mädchen mit langen spitzen Ohren, so wie du. Und dass hier gerade Eva Schöttli auch lange schärfe Ohren hatte, nicht wahr? Ich will sagen, dass dieser Vogel sie oft nicht mit dir verwechselt hat und so irrtümlich verschleppt. Ah. Scheiße. Hat er meinen Plan aufgedeckt? Ich wollte jetzt schön in Urlaub fahren, alleine. Und der hetzt mir jetzt diesen Spaß auf den Hals. Außerdem hat Ricky, der sich geworden von einem Wald gerettet hat. Stimmt das?
Ja, und noch etwas. Diese riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben. Die hält über hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst die Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohne Hand schon dabei seid, wäre es so schlau, sie nur in der Höhe zu nehmen. Pah! Die Rede hätte sie sparen können. Hätte ich sowieso mitgenommen. Oh, mein schöner Urlaub. Über wunschene Bastionen hört man ja in letzter Zeit die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ich meine, selbst auf der verschlafenen Insel muss auch so wie ein Schild geben. Den willst du eventuell Gegner ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas brauchst, was du aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, gibt es so schnell keinen... kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Mein schöner Urlaub, nein. Hast du gerade was gesagt? Nein, alles gut. Also, meine lieben Freunde Sonne. Da wurde unsere Schwester entführt. So ein Scheiß. Wo guckt er hin? Naja, egal. Wir machen weiter im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.